Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und mit mir spielt die Mathilde. Genau, die Pflanzentante. Hä? Wo ist denn mein Motorrad? Was haben wir letztes Mal gemacht? Also ich habe auf jeden Fall den Durchgang gegraben zu unserer Basis. Den werde ich jetzt auch gleich wieder hinlaufen, weil dein Motorrad steht da, meins ist bei einer anderen Basis. Ah, okay. Ja, ich wollte euch mal hier kurz zeigen, wie tief es ist. Bist du runtergefallen? Ja, aber nur auf die Stufe. Gut, dass du Stufen eingebaut hast. Ja, ja, weil das, ich habe hier geradewegs nach unten gebaut. Jetzt überall Metall, ganz schön. Und dann haben wir hier, jetzt bin ich im Weg, kommst nicht durch, ne? Richtig. Warte, dann geh nochmal zurück, dann lass ich dich durch. Warte mal, wo ist denn hier die Leiter? Wo ist denn die Leiter? Ja, auch weiter hochgehen. Ach so, hehe. Hopp, hopp, Mathilde. Ach so, da hat ja jemand hier. Ja, 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 gebaut. Jetzt kannst du weitergehen. Ist gebaut, ja, das ist, kommt GGG. Bipipi. So, wir haben nämlich von hier unterirdisch eine Verbindung zu unserer alten Basis gebaut. Und ich gehe jetzt da einfach jetzt mal lang. Ich folge dir. Ja, hier war der Verbindungspunkt, wo Mathilde und ich uns getroffen haben. Tada, und weiter geht's. Hier ist überall Eisen. Da hinten sehen wir noch den Lichtschein von Mathilde. Nee, das ist tatsächlich irgendwie vom Tunnel. Ich habe nämlich mal meine Lampe ausgestellt. Okay. Cool, ne? Ja, wie kann ich wieder... Ich bin gebückt. Wie habe ich das denn gemacht? Weil du irgendwie auf Steuerung gekommen bist wahrscheinlich. Ja, aber ich komme nicht mal hoch. Das hatte ich auch schon mal. Drück mal auf die Springtaste oder so. Ja, habe ich schon gemacht, aber vielleicht geht das nicht, weil ich hier im Tunnel bin. Das kriege ich hier im Tunnel. Oh, hier. Oh, folgt das Licht. Folgt das Licht. Dem. Folge dem Licht. Ich bin ein Geist, ich habe einen Sprachfehler. Und wenn du nochmal widersprichst, dann beiß ich dir in die Eier. So. Ja, mit Kriechen dauert das aber lange. Du hast es einfach. Du hast ja extrem lange gerade ausgebuddelt. Genau wie ja, ich. Ja, das ist genauso lang eben wie. das Dings halt, ne? Das. Warum wollte ich das euch zeigen? Ich weiß es nicht. Ui, ich bin ein Zwerg, der betrunken ist. Ich mache übrigens jetzt wieder Beton für 60 Betonblöcke. Ich weiß nicht, ja, wie viel wir noch brauchen. Eine kurze Wand, Seite, Dingsbums. Könnte das ja gegebenenfalls reichen. Die hintere. So, Zementmischer habe ich auch schon. Ah, drüben. Hier ist auch Eisen. Boah, wir haben ja hier Eisen. Ja, was wolltest du sagen? Hab's vergessen. Eisen. Hä? Ja, Eisen. Wir könnten auf Schatzsuche gehen. Ich bin aber so voll, wo war denn das? Ich bin ja voll, dann müsst ihr wieder zurückgehen. Also es, was hast du denn hier gebaut? Wo? Geht's auf einmal so runter? Ja, ich hab mich da einmal verhakt. Ah, danke. Jetzt kann ich wieder laufen. Die laufen jetzt hier durch Speed. Ja, meine schöne Schaufel ist vor allem jetzt auch im anderen Häuschen. Egal, hier haben wir noch eine Stahlschaufel über. Hier ist eine Schatzkarte. Hier geht's hoch, nein. Dann lese ich jetzt einfach mal diese Schatzkarte. Warte mal, hier geht's nach links, da geht's ja weiter. Du musst nach rechts gehen. Rechts? Rechts. Ich bin jetzt hier vom Verbindungstunnel gekommen, hier geht's nicht nach rechts. So. Ich würde die Schatzkarte lesen. Ja, und dann... Können wir auf Schatzsuche gehen. Oh, Alter, ist das ein Weg, ey. Ja. Krass, krass, krass. So, ich bin da. Hurra. Wir haben... Ich wollte mal... Hätte ich mal auf die Uhr geguckt. Wir sind bestimmt eine Stunde unterwegs gewesen. Gefühlt. Jo. So, wo ist denn der Schatz? Wo ist der Schatz? Richtung Südwesten. Ja. Ach nee, Südwesten ist ja da. Ach, das geht aber. Das geht von der Entfernung. So, haben wir noch was. Würde ich vielleicht sogar so fahren. Ihr Nahrung haben wir hier nicht mehr.
Nee, ich glaube, das meiste haben wir echt schon rübergebracht. Also, na, das heißt doch, wir haben hier noch 4 Wildbreteintöpfe. Ich habe hier kein Fahrzeug. Ist es weit? Ja. Also, ich würde schon mit dem Fahrzeug fahren. Dann muss ich wieder zurück. Ja, dann musst du wieder zurück. Oh. Toll. Soll ich schon mal vorfahren? Nee. Kannst. Oh, hier ist ein Moped. Ja, das ist mein Moped. Bitte, das ist meins. Oh, Mann, Heinrich. Soll ich schon mal vorfahren? Ja, mach mal. Ich fahr einfach zu meinem Moped. Ich klaue jetzt dein Moped. Heinrich ist doof. Heinrich ist doof. Ja. Ich wollte dich doch nur ärgern. Komm, ich lasse ihn hier stehen. Dann hole ich mir aber noch meine schöne Schaufel. Wow. Toll. Lässt es fast. Alter. Ey. Was ist denn? Fährst fast bis vor die Haus. Ja komm, ich bin nett, ich lass es dir hier stehen. Du hast eine Truhe gebaut und die ist ja noch verschlossen für mich. Welche? Ja, die hier beim Bergbautunnel-Dingsbums. Oh. Sorry, ich wollte nur nicht, dass du meine Schaufel klaust. Ist egal, dann nehme ich hier, komme ich jetzt so mit, so. Warte, ich entsperre sie. Ja, ich wollte nur meinen Krempel, so wie Leitern und so, da reinpacken. So. Danke. Und dann folge ich dir gleich. Guck mal. Ich habe hier auch noch irgendwie, keine Ahnung, Geld und Lastersteine braucht man natürlich zum Schatz suchen. Ich fahr schon mal vor. Ja, ja. Du weißt, was ja, ja heißt? Ich bin gleich dabei. Mhm. War doch ja, ja, oder nicht? Mhm. Achso, ich brauche noch Armbrustsachen. Ich habe ja keine Munition. Das war ja auch noch, was wir machen wollten. Joa. Hirsch! Ja, komm vor. Oh. Oh, und ein Schweinchen höre ich auch grunzen. Aber erstmal den Hirsch, sonst weiß ich gleich. Scheiße, wo war jetzt der Hirsch? Weil ich mich nach dem dummen Schweinchen umgesetzt sehen habe. Tarnschweinchen? Ich habe es grunzen gehört. Scheiße. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund wird mir mein Moped nicht mehr auf der Karte angezeigt. Ja, mir aber auch nicht. Ah, da ist aber das Schweinchen. Warum immer selber markieren? Nicht doof, weil... Ach, scheiße. Jetzt dieses verfluchte Pferd. Kann wahr sein. Dummen, dummen Hirsch. Warte mal, da ist die Brücke. Hier haben wir Federn. Ich wollte schon sagen, Zombie. Nein, das bin ich. So, irgendwo hier muss mein dummes, dummes Moped stehen. Scheiße. Hm. Hey. Leute, habt ihr gesehen, wo mein Moped hin ist? Oh, nee. Ja, die können zurückspulen. Ja, super. Ich könnte jetzt natürlich die Aufnahme unterbrechen und... Oh, scheiße, ey. Wieso wird das nicht mehr auf der Karte angezeigt? Ich verstehe es nicht. Ich bin jetzt hier auch ein paar Mal... Jetzt hier auch nichts gefunden. Ah. Warte mal, ich bin sehr direkt so. Ich bin von da losgefahren. Da ist nämlich die Brücke. Zack. Dann bin ich in diese Richtung gefahren. Ziemlich gerade. Ich bin dafür, wir nennen die Folge Wo ist das Moped? Ah. Ah, ich hab's. Na, wo war's? Naja, ich bin einfach die Linie lang gegangen. Es stand da so im Wald rum. Aha. Aha. Aber den Hirsch, den ich erlegt habe, habe ich leider nicht wiedergefunden. Aber dafür habe ich das Schweinchen erlegt. Also, ihr Lieben, merkt euch, egal wann ihr vom Moped absteigt,
markiert, wo es ist. Und da ist noch ein Hirsch. Ja, das war mal drin. Und dass man Kaninchen überfahren konnte, das war auch mal drin. Und Hirsche auch. Ey, jetzt... Aua! Wo war Zombie? Oh, da ist der Hirsch. Jetzt bin ich nämlich mit meinem Moped zum Hirsch gefahren. Tut, tut. Tut, tut, ich bin motorisiert. Ja, ich folge dir. Ich weiß ja nicht, wo es ist. Richtig. Ich helfe nur beim Buddeln. Uhuhu. Oh, eine Stripperin. Boah, ihm ist warm. Oh, es kann sein, dass wir gar nicht buddeln müssen. Loop. Halt. Ja. Karte markieren. Okay. Zombie töten. Oh, Zombies töten. Ja, ich glaube, wir müssen nicht buddeln. Nein, wir müssen nicht buddeln. Denn der Schatz ist im Wasser. Scheiße! Hunde! Fuck you, fuck you, fuck you! Wolf, Hunde! Alter! Hier war doch gerade ein Rudel Hunde! Hinter mir her! 3, 4 Köter sind hinter mir her! Hab den Schatz schon! Scheiße, 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 scheiße! Sind die so dicht hinter dir? Ich bin gerade gegen einen Baum gefahren und einer konnte mich angreifen. Jetzt blute ich. Weißt du. Alter, die Drecksviecher können dich echt auf dem Moped erwischen. So. Jetzt müsste ich weit genug weg sein. Ich wollte doch nur einen Hirsch mal töten. Oh Gott, dann habe ich Verbände. Benutzen. Oder bin ich jetzt hier umsonst rumgefahren mit dem Moped oder was? Ja, wusste ich denn, dass der Schatz im Wasser ist? Ich dachte, jetzt machen wir hier schön. Ja, dachte ich auch. Schatzsuche. Ach, jetzt habe ich, glaube ich, meinen Schraubenzwinger-Dings da nicht mit. Also, wenn wir jetzt hier schon in der Ecke sind, dann gucke ich mir in der Stadt was an. Ja, ja, das war jetzt auch mein Gedanke. Wir können uns ja eines der größeren Gebäude anschauen. Eins der größeren Gebäude? Ja, also wir hatten ja nur da dieses Bücherei-Dings, aber da sind ja noch zwei andere große. Also ich sehe gerade links von mir hier, was war das hier? Krankenhaus? Das ist die Bücherei, mein Ach Schatz. So. Ach so, hinter der... Baustelle. Ja. Da haben wir einmal dieses Pharmaceutical-Ding und ich weiß nicht, was dies da ist. Aber waren wir nicht mal in Higashi drinne? Wir haben es auch, wir waren mal drin, aber wir haben das noch nicht aufgenommen. Ups. Also wir waren mal in einem Higashi drin, aber das war da so dunkel. Ach, da sind wir zurückgegangen, ne? Genau, aber guck mal hier, dieses andere, das hier noch ist, dem waren wir zum Beispiel nicht dran. Wo hast du geparkt? Noch gar nicht. Ich gucke gerade, wo der Eingang ist. Und da, wo man ihn reinkloppt. Ja, im Dishong Tower. Ich wollte nur sagen, ich habe nur 40 Pfeile, ne? Oh, kann ja wenn noch ein paar abgeben. Ich habe noch 235. Pfeile? Bolzen. Warte mal, ich habe doch Federn gehabt. 62. Ich habe auch noch 26, die ich dir geben könnte.
Na gut, dann habe ich jetzt gleich 100. Gut, dann packe ich dir die hier in mein Moped rein. Mache ich mir da welche, zack, und dann. Oh, ich. Ist diese. Wenn man unterschiedliche Spiele spielt, ist ein bisschen nervig. Manchmal ist das Inventar auf E oder bei den meisten Spielen. Aber hier ist es immer auf Tab. Wie auch bei anderen Spielen auch manchmal. Naja. Das war eine Mine. Oh, hinter uns ist ja so ein Minengebiet. So, mal nach oben gucken. Wieder. Thumbnail. So. Die Schrankdauer. Wird schon gut sein. Oh, eins von mir hast du schon gekillt. Hier sind Kassen, hier sind Zombies, okay. Catching. Hallo, was kann ich ihm geben? Aua! Du kleiner Raufbold, du. Lebst noch? Ach, der Zombie ist draußen. Bist du noch im EG? Ich bin gerade mal ins erste hochgegangen. Ich nehme mal ein paar Topfpflanzen mit. Das sind ja unsere. Hast du das EG durchsucht? Nee, ich bin da einmal so durchgegangen, so einmal checken. Gar nicht, okay. Wir müssen ja unsere Burg aufhübschen, so ein bisschen. Ah, irgendwo hauen sie schon Scheiben kaputt. Ja, ja. Aber jetzt mit den Scheiben, das dauert ein bisschen, bis die kaputt sind. Oh, ein Safe haben wir hier unten. Wo kommt der denn her? So auch ein bisschen Bammel, dass sie von überall kommen können, die kleinen Viecher. Ja, vor allem das eine Kasse war gerade dem einen Businessmann hier. Ich stand wirklich eigentlich auf dem drauf und der hat sich nicht gerührt. Hm. Wow, Bauplan Armbrust. Ist das nicht der Hammer? Faszinierend. Cool, oder? Ja gut, die hacke ich jetzt nicht kaputt. Komm, ist ein Büro. Ist wer da? Hallo? Ich wollte mehr Gehalt, Chef. Gibt's nicht? Dann gibt's das. Zack. Oh nee, doch nicht. Jetzt habe ich mehr Gehalt. Aha. Nee, doch nicht. Hier Stoff. Auch nix. Aber Munition hat der Chef, aber die Waffe fehlt. Sicher, dass der Chef so im EG rumhockt? Vielleicht war es dann Assistent, ich weiß es nicht. Abteilungsleiter. Irgendwas wirst du, war das schon mal. Uhuhu. Du hast mich jetzt sehr schnell gedacht. Oh, die wichtigen Leute wohnen ja immer oben. Ne? Also um hier hochzukommen, müssen wir auf jeden Fall ein paar Rahmen wieder bauen. Ich baue mal ein paar. Mach mal, weil ich bin immer noch im EG. Ach, das ist ein Kloß. Nö, dann spaßt euch mal selber da, ihr drei Business-Leute. Dann komm ich mal in die Etage höher. Gucken, mal gucken.
Erstes OK sauber. Jo. Oh Gott, oh. Ja, richtig hier schön gemacht mit den Säulen. Ah, ganz sauber nicht. Weiß nicht. Mann, oh Mann. Ich hoffe, der Boden bricht hier nicht ein. Ah, hier ist er gebaut. Was? Ich bin jetzt auch oben bei dir, ne? Ich weiß. Okay. Du bist in diesen einen Raum reingegangen. Ach so, hier ist ein Loch, da müssen wir da durch, wo du reingegangen bist. Oder auch nicht. Durch eine offene Tür, die stand offen. Ja, wir müssen hier durch. Kommen wir nicht auf die andere Seite. Ich bin hier gerade in so einem Großraumbüro. Aber ich habe eine Kantine oder eine Küche oder sonst irgendwas gefunden hier. Oh, huh. Und hier stehen die Zombies komischerweise, die liegen gar nicht. Tada! Oh, die erwische ich nicht. Oh komm, weißt du was, Mittel? Oh, hier ist auch ein Loch. So viele Löcher. Oh, warte mal. Die machen es anders. Komm. Oh! Komm zu mir, meine Täubchen. Na komm. Komm. Komm, komm. Eine fällt, zweite fällt. Habt ihr hier auch wenigstens die Beine gebrochen? Nee, die können weiterlaufen. Frechheit. Hier muss man echt überall aufpassen. Hier gibt es so viele Löcher. Also wenn wir später runtergehen, aufpassen, da sind bestimmt schon 4-5 Zombies. Also drei Klo, waren auf dem Klo, drei Zombies und zwei sind gerade runtergefallen. Okay. Lesen. Ach, da bist du. Okay. Ja. Löcher am Boden, Löcher am Boden. Ja, hier, hier bei mir links. Oh, leere Gläser. Achso, ich dachte, du wärst hier im Büro. Scheiße. Mann. Da links liegt noch einer. Geh mal vor, Mathilde. Geh mal. Hier der Bodenplatte sieht gefährlich aus. Dir traue ich nicht. Nicht, dass hier der Boden einfällt oder so. Verbandskastenbauplan hier. Hier ist ein Bauplan für eine Nagelkeule in dem Bücherregal. Glaube, habe ich.
Kannst ja mal checken. Ja, ich checke mal. Hab ich. Gecheckt. Natri. Eine Feder ist wieder ein Pfeil. Oh. Oh, juckt. Hör auf zu jucken, du Ohr. Ach, hast schon Weg nach weiter nach oben gesucht, ja? Ja, ich habe mich mal so grob. Du bist ja durch gewesen, ne? Ja. Wie kommt man denn hier weiter? Durch das Treppenhaus? Ja. Klingt gut. Wir hatten noch gesungen Stein auf Stein, ne? Singen wir Frame auf Frame. Oh, war offen. Hier wird's langsam spannender von der Inneneinrichtung. Stacheln. Hier ist auch zu, aber hier geht's weiter. Wir werden hier durch das Labyrinth geführt. Oh, der hat mich erwischt. Welcher Zombie? Hier ist ein Bauplan Eisenstiefel oder sowas. Wenn du noch hier in dem Schreibtisch ist noch sind noch ein paar Pfeile für dich. Ne, welcher? Ne, in diesem hier. In dem. Die sind zu viele. Danke. Blind hingeschlagen und getötet. Olivia-Dose. Oh, Militärdose. Hier in dem Papierkorb, in dem einen, sind noch ein paar Federn für dich. Okay. Den hast du gut. Bringe auf jeden Fall eine ganze Menge Cash zusammen. Vielleicht können wir da ja irgendwie mal bei einem Händler das Rezept für Sepir brauen. Cash und Dollar. Nur, ich bin hier einmal durch. Achso, hallo. Man kann auch durchgehen, also... Das esse ich hier den meisten Bäumen. Ja, wir können hier entweder drüber gehen oder einen Stockwerk höher. Ich weiß nicht, wie es bei mir aussieht. Also ich bin schon relativ voll. Ich würde sagen, einfach nur um mal so einen Überblick zu kriegen, würde ich sagen, gehen wir vielleicht einfach einen Stockwerk höher. Hier ist Stacheldraht. Ja, geh du mal höher, ich gehe hier nochmal durch. Oh, hier okay. Sind viele. Weil ich hoffe, dass ich hier Munition finde. Okay. Oh, so viele... Von mir kriegt ihr aber keine Lohnerhöhung. Geht mal ja weg hier. Oh oh. Oh oh, hört sich nicht gut an. Beware. Das
ist eine Bausch. Haben die mich schon wieder erwischt? Ah! Fuck! Ja, hier sind gefährliche Bodenplatten oben. Ja, bist jetzt hier auf meiner Ebene. Jo. Herzlich willkommen. Mein Bein ist gestaucht und ich habe leider nichts zum Flicken. Was braucht man nochmal für so ein... Man braucht Klebeband, Holz und Stoff, glaube ich. Also Klebeband habe ich überhaupt nicht. Hast du Kleber? Habe ich auch nicht. Ah. Stoff, hat jemand noch Stoff? Also Stoff, ach, Stoff ist hier, Stoff ist hier überall. Ja. Aber meine Kleber könnte ich auch relativ schnell kochen, wenn ich ein Dings baue, ein Lagerfeuer. Ja, vielleicht finden wir noch Kleber. Ich gucke hier einfach mal durch. Aber wenn du schon mal Stoff hast, ist ja schon mal gut. Nö, ich habe keinen Stoff. Den habe ich nämlich nicht immer drin. Ich bin auch voll, sehe ich gerade. Ich habe jetzt zwei Klebeband gefunden. Dann könntest du, weil du irgendwas Stoffiges gefunden hast, mal schauen, ob du ein Ding. Also hier hätte ich was, woraus ich Stoff machen kann. Wenn du auf meiner Ebene bist, dann... Ich bin auf deiner Ebene. Ah, ich habe hier auch hier Stoff. Erstmal kurz hin. Ich bin da gerade bei den Stacheln. Bist du denn? Zepfe, Schiene, fertigen. Komm, dann... schmeißen. So, ich bin hier im Labyrinth von... Na, bleib stehen, ich seh dich. Hab dich. Oh. Zombie! Du Vieh. Ach, auf der anderen Seite ist auch einer. Der versucht hier die Trennwände einzuschlagen, was ich voll verstehen kann. Oh, der ist nicht tot. So, in den Schreibtisch packe ich dir jetzt das da hin und die Sonnenbrille zerlege ich und bin raus. So. Stopp. Juhu, danke schön. Weiß nicht, ob ich mich nochmal in die obere Etage traue, aber die sah eigentlich spannend aus. Ich gehe wieder hoch. Mach das. Wenn ich nochmal runterfalle, gehe ich nach Hause. Mach das. Wir müssen sowieso ein bisschen auf die Zeit achten. Es sind 16 Uhr. Ja. Kannst du versuchen, so weit wie möglich nach oben zu kommen? Kann ich auch machen. Und zur Not können wir die Nacht hier oben übernachten. Das könnte man auch machen. Ein bisschen Essen habe ich auch gefunden. Ich gucke hier, ob ich noch mehr Essen finde. Also einmal Katzenfutter habe ich noch. Jetzt habe ich noch was gefunden. Ich glaube, verhungern werden wir hier nicht. Wenn wir oben ein Treppenhaus haben, dann zerstören wir einfach die Frames und dann kommt da keiner mehr hoch. Boah, ich gehe jetzt einfach mal so hoch wie möglich. Ja, mach mal. Boah, okay. So. Nix drin. Bierchen. Das mag ich nicht. Wieder eine Mine draußen. Halt doch mal deinen Rand, wo immer du bist.
Wir sind Uiuiuiui, das geht ja noch ganz schön nach oben hier. So. Mein Hobby Mann, ist Mann. Zombie-Klatsche. Hab ich dich übersehen? Bleib doch stehen, ich will dich klatschen. Jetzt klatscht er nicht. Bitte, wie hoch geht denn das hier noch? Oh, hier oben ist ein Munitionskasten. Na, siehst du, hat sich doch schon mal gelohnt. Voll. Nein, das will ich nicht hören. Habe ich die Munition schon? Nein, die habe ich noch. Ach komm, hier. Maple Seed. Schon fast $400. 235. Klebeband habe ich auch gerade in Massen gefunden. Also du kannst ja ruhig noch gerne weiter die Beine brechen. Also momentan ist es nur verstaucht. Brechen muss ich es mir nicht unbedingt. So, jetzt habe ich Schrotmunition. Einmal 7, ein paar zerquetschte. Da bin ich mit meiner Etage hier jetzt... Oh, eine Pistole. Ich traue mich nicht auf diese Stockwelle. Tschüss. Es geht immer noch weiter hoch, oh mein Gott. Auch dieser Boden sieht äußerst instabil aus. Ist alles hier oben noch Baustelle, nämlich. Noch nicht fertig gebaut. So, ich bin jetzt durch. Endlich da unter. Mal gucken. Ist ja auch wieder über die das Treppenhaus gegangen. Ja, ja, klar. Einmal außen rumlaufen. Ja, die haben mich auch ganz schön runtergekloppt, die Schweine. Der kleine Zombie. Boah, wo war denn das scheiß Treppenhaus? Ah, hier sehe ich schon, wo es eingekracht ist. Wenn es doch einmal in einen... Eine Etage gegangen, hier sieht nämlich der Boden sicher aus. Er sah halt recht interessant aus. Sieht hier so aus wie so eine Penthouse-Wohnung. Ah, ich habe ja Geheimnisse gefunden. Aha. Das wäre mal eine Abkürzung. Ja, da habe ich mich gar nicht erst reingetraut. Nee, bist du runtergefallen. Deswegen, ich bin dann ja weiter hochgegangen. Bin hier in so einem schicken Penthouse-Komplex gerade. Ja, bei mir sieht es noch aus, als ob es verputzt werden muss hier. Ja, ja. Einen Grill braucht man nicht mehr. Auch nicht, ich habe auch keinen Platz mehr. Aber ich bin neugierig und vielleicht finde ich hier was Geiles. Eine Kettensäge. Würde ich mich echt freuen, also. Bauarbeiter.
Bin übrigens immer noch nicht oben. Ich weiß nicht, ob ihr mitgezählt habt, wie viele... Oh, ich habe tatsächlich das Dach erreicht. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt muss ich es nur noch aufkloppen. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich hält meine Spitzhacke das noch durch. Die ist nämlich fast im Arsch. Schaffst du schon. Und Wille ist es auch ein Durchgang oder so, ne? Huh! Oh Gott, hat er mich erschreckt. Du hast mich auch erschreckt. Das ist ein schneller. Fuck, 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 fuck. Was ist das? Ein schneller Fetter. Ha! Kommt nicht durch. Mich auch infiziert, der Sack. Hat ja keiner erlaubt zu rennen, du fett Uri. Der hat mich echt erschreckt gerade. Puh. Ist auch doppelt gesichert, dann nicht. Oh. Was denn? Da ist so einer, der so grün brennt. Warte. Ich habe... Und ein Footballspieler. Ah, warte. Ich habe hier die richtigen Waffen. Mami! Komm, bin gleich da. Oh, Waffenkiste. Alter, wie weit geht's hier noch nach oben? Oh. Ah, mich verstecken. Ich kenne keinen Rückzug. Hast du die ganze Etage hier auf, Ah, pipapo. Geh jetzt hoch und knall das weg. Was war da oben nochmal? Irgend so etwas, das grün leuchtet. Ah, hier sind welche. Irgendwas, was grün leuchtet. Versuche hier gleich schon irgendwo hochzuklettern.
Das ist eine sehr gute Idee. Hier oben. Scheint so ein Spider-Man-Verschnitt zu sein. Oh, das mache ich auch. Warte mal. Ich glaube mir die. Ah, ich habe keinen Platz dafür. Ah! Warte, dann helfe ich dir. Aua. Bitteschön. Danke. Das ist doch in Teamarbeit. Teamarbeit. So. Also, ich würde sagen, wir verbringen die Nacht hier. Ja, erstmal will ich die Zombies töten, bevor es 22 Uhr wird. Jetzt ist er wach. Ja, ist eine Spinne. Ja. Er lebt aber noch, ne? Oder? Nee. Sicher nicht? Sicher nicht. Okay, dann aufräumen. Warum lebt er noch? Ey, du Bitch! Kann er schnell laufen? Ja, das sind diese Carol-Zombies. Und so ein Vetter ist mir vorhin über den Weg gelaufen. Noch irgendwas da, was getötet werden will? Lebst du noch oder tust du nur so? Oh, jetzt habe ich dich zerkleinert, weil du mir auf den Sack gegangen bist. Ja. Oh, ist schon recht hoch, so, ne? Ja. Und wir haben nicht alle Etagen durch, ne? Nicht mal annähernd. Ja. Heimweg oder hier oben verbarrikadieren? Ich würde hier oben verbarrikadieren. Ich guck gerade, ob ich hier Frames wegnehmen kann oder so. Hab genügend. Nee, wegnehmen, aber ich glaube. Ich glaube, wir kommen ja zur Not hoch und hier setze ich einfach mal. Aha. Hast du was zu essen? Ich habe großes Fleisch. Also ich könnte rein theoretisch einen Grill oben bauen und dann können wir uns... Nee, ich hatte Essen dabei. Achso. Ich kann dir was hier in die Mülltonne packen. Ein paar Mülltonnen essen. Hühnersuppe mache ich dir mal. Ja. Lecker in der Mülltonne. Geil. Und falls doch einer hochkommt, damit wir kurz reagieren können, mache ich hier mal eine Billigtür. Da hält ein bisschen. Wonderful. Ja, dann, oh, ich glaube, den werde ich hier kaputt hacken. Ja, komm mal hoch, ne? Wir könnten da hochgehen, ja. Oh, nee, mach ich. Den hacke ich kaputt jetzt hier noch. Nee, bitte erstmal noch nicht. Ich will da hoch. Der muss auf der anderen Seite Leiter bauen. Hier auf der. Hier fehlt ein, zwei Stück. Ein, zwei Sprossen. So. Das ist jetzt andersrum. Dann will ich auch hoch. Wo? Zack. 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 Er ist da. Toll, ich mach mir die Mühe, dir was zu bauen, dass du da hochkommst. Und Sporttasche gefunden. Ein Compoundbogen. Oh, ich hatte Platz dafür. Ich weiß nicht, wo der Compoundbogen ist, aber er sagt, ich habe Platz dafür gehabt. Hey! Wenn ich jetzt einen aus der Reihe wegnehme, kracht das ein? Ich hoffe für dich, dass nein. Eigentlich müsste es aber rein theoretisch am Turm fest sein. Ach, scheiße. Ich bin ganz oben. Bin voll. Hm. Du hast einen Compound. Sieht echt ganz cool aus, so von hier oben. Oh, in dem Nebengebäude ist ganz oben so ein Helikopterlandeplatz. Ja.
Und auch ein Pool, wenn ich das so richtig sehe. Oder was das auch immer sein soll. Ich glaube, das ist eher so ein Glasdach. Und eine Schüssel. Ja. Nett. Leider hat man in diesem Spiel keinen Helikopter. Komm aber mal wieder runter. Ja, ich habe nämlich keinen Platz für die Frames. Oh. Ich könnte es hier kaputt hauen. Das ist eine Verschwendung von Ressourcen. So, au! Das Video geht ja schon wieder viel zu lang, ey. Ja. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren, abonnieren. Ich wäre sehr froh, wenn ihr abonniert und mehr sehen wollt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.